Mami, wo ist denn mein Täschli? Hey, das ist doch jetzt gerade noch da gelegen. Ah, da? Unter dem Tischli? Wer hat jetzt das wieder runtergerührt? Haben der Pabili? Ja, ja, die müssen in meiner Handtasche sein. Schau gescheiden an. Nein, die sind nicht drin. Überhaupt, das Portemonnaie fehlt auch. Mit dem Geld und allem. Aber das habe ich doch gestern Abend noch gehabt. Schau mal im Mantel nach. Ja, ja, da ist es. Mit dem Billett. Du, Mami, mein Schuhbändel geht immer wieder auf. Also, Bärbeli, du machst mich noch närrisch. Ich habe doch nichts dafür. Nein, nein, Bärbeli, kannst wirklich nichts dafür. An allem, was da passiert, ist nur der Pumuckl schuld. Franz, jetzt lange zu, gell? Hast du wirklich schon genug angerichtet mit deinen Märli-Geschichten? Nein, nein, ich sage nichts mehr. Der Taxi wartet. Haben wir jetzt alles? Ja, ich hoffe es. Geh nur, ich trage euer Zeug schon zum Auto. Komm, Bärbeli. Gell, Onkel Franz, den Pumuckl gibt's wirklich. Wenn's niemandem weiter sagst. Ja. Sag ihm einen Gruß von mir und du darfst gar nie mehr mit dem schimpfen. Wo bleiben wir auch? Wir kommen. Ja, und dann sind der Pumuckl und der Meister Eder wieder allein gewesen. Eine Weile lang haben die beiden gar nichts gesagt. Dann hat der Pumuckl angefangen. Hey, Eder? Ja? Sollst du mir nicht etwas sagen? Was? Ein Gruß? Den hast du ja selber gehört. Und dass du nie mehr darfst schimpfen mit mir? Ich schimpfe ja gar nicht. Trotzdem ich alle Grund dazu hätte. Was du da vorhin wieder für eine Aufregung angegattigt hast, ja, das hätte dir nicht viel gefällt und die beiden wären noch zu spät auf den Zug gekommen. Dann wäre es halt da geblieben. Nein, danke. Das wäre mir zu anstrengend geworden auf die Tour raus. Mir nicht, im Gegenteil. Ein Netzmädchen, schöne blonde Haare, schöne blaue Augen und ganz, ganz lieb mit dem Pumuckl. Schade. Du willst doch nicht jemand behaupten, du hättest den ganzen Krüsimüsi nur angestellt, dass sie da bleiben. Mal eben nur drum. Oh, aber was verstehst denn du schon von Kobold? Nichts. Eben. Jetzt habe ich gerade noch 5 Zeltli und die schlecken jetzt ganz allein, eins nach dem anderen. Das wird sehr schön und sehr süß. Ja, ja. Und nachher ist er schlecht. Und jetzt will ich arbeiten. Und ich Zeltli schlecken. Und so ist der Friede wieder eingekehrt in der Schreinerwerkstatt. So viel man von Frieden reden kann, wenn man einen Kobold hat.